Und willkommen zurück. Ja, ihr habt gerade richtig gesehen. Der Progress wurde gespeichert. Das bedeutet, ein neuer Tag hat angebrochen. Wir haben Dienstag, den 2. und wir haben eine Nachricht. I keep finding cool stuff. Boy, my backpack is... but my backpack is full. Ja, das hört sich schon nach uns an. Das hätten wir schon sofort am ersten Tag. Und Pierre hat anscheinend einen Rucksack mit mehr Plätzen. Hello there, just got back from a fishing trip. You should come down to the beach sometime. I've got something for you, buddy. Ja, diesen Mann, den mochte ich schon letztens, als wir das Spiel erstmal angetestet haben. Willy, wie ich aber auch liebevoll nenne, Dougie, ist einfach ein toller Mann. Das kann man nicht anders sagen. Ihr werdet gleich sehen, warum. Ich glaube, wir werden uns relativ früh auf den Weg machen zu ihm. Und ihr tut mir jetzt schon fast leid, das klingt richtig komisch, weil ich das jetzt gerade so komisch betone, aber ihr tut mir wirklich leid, denn ich habe das Spiel halt angetestet, ich habe es auch privat schon ein bisschen gespielt und ihr glaubt mir nicht, wie viel Spaß es mir gemacht hat, warte mal, halt fischen zu gehen. Ich habe Leute gehört, die das Spiel auch zum Beispiel Let's Playen oder streamen, die hassen Fischen in diesem Spiel, aber ich liebe es. Ich kann euch nicht einmal sagen, warum ich es liebe. Es macht mir einfach Spaß und ich habe keine Ahnung. Erst recht, wenn man später halt dann noch bessere Angeln kaufen kann und alles, das ist klasse. Aber was ich genau meine, das werden wir jetzt gleich erstmal sehen. Wir treffen nun erstmal Willy. Ahoi, der Son! Heard there was a newcomer in town. Good to finally meet ya. Ah, I'm still trying to unwind from a month out on the salty seas. It was a big haul. I sold a lot of good fish. Finally saved enough to buy me a new road. Here, I want you to have my old fishing rod. It's important to me that the art of fishing stays alive. And hey, maybe you'll buy something from the shop once in a while. Da-da-da-da-da! He received a bamboo pole. There's good water here in the valley. All kinds of fish. Oh yeah, my shop's back open now, so come buy if you need supplies. I also buy anything you catch. If it smells, it sells! Haha! That's what my old puppy used to say anymore. Anyway. Ach ja, die Dougie, nicht wahr? Dann wollen wir doch mal angeln. So schön entspannt, hier am Wasser, zusammen mit Dagi. Und jetzt gleich. Jetzt wird's spannend. Wie fischt man, denkt ihr euch? Ja, es ist relativ schwer. Nein, nicht mal annähernd. Ihr müsst einfach nur das Grüne hier beim Fisch halten. Und schon habt ihr den Fisch. Zum Beispiel jetzt ein Zahnfisch. Wir können es nochmal machen. Machen wir es nochmal. Die Fische können wir jetzt essen, um Energie zurückzubekommen oder später, wenn wir in der Mine sind, Leben zurückzubekommen. Beziehungsweise wir verkaufen die Fische, was ich größtenteils machen werde wahrscheinlich. Denn ich habe damals, glaube ich, irgendwie alleine 10.000, ich glaube Gold, ja, ich nenne es jetzt Gold, habe ich alleine damit verdient, dass ich die ganze Zeit nur gefischt habe. Und glaubt mir, wenn euch das manchmal auf die Eier geht, dann kann ich das gerne auch mal rausschneiden, denn ich will euch ja nicht nerven, aber Fischen ist nun mal eine sehr schöne Sache in diesem Spiel, die relativ entspannend ist und man kann währenddessen besser mit euch reden, obwohl dieses Spiel allgemein dafür gemacht ist, auch viel mit euch zu reden. So, einen Fisch will ich aber jetzt noch fangen. Wir haben gerade eben schon einen Fisch mit guter Qualität gefangen, oh mein Gott! Also, ich nenne das so. Wenn ein Fisch halt, oder etwas anderes, keinen Stern hat, sage ich, das hat eine normale Qualität, es ist also gut essbar, es schmeckt gut, es ist alles wunderbar. Jedoch, wenn ein Fisch zum Beispiel einen silbernen Stern hat, dann ist er von guter Qualität, hat er jedoch sogar einen goldenen Stern. Dann ist er von exzellenter Qualität und sehr, sehr wertvoll und sehr, sehr praktisch zum Essen.
Und später bekommt man zum Beispiel Angelruten und, ja, ich sag mal, ne, Köder und alles Mögliche, die sogar die Qualität der Fische dauerhaft verbessern, dass man sogar manchmal fast nur goldene Fische fängt. Und das ist dann schon mal wirklich, da findet man sich schon ziemlich geil, würde ich sagen. Denn jeder Fisch ein goldener Treffer, das ist schon nicht schlecht. Dann wollen wir jetzt mal hochgehen, denn ich zeige euch jetzt mal was. So. Müssen jetzt nach rechts, glaube ich, abbiegen. Ich bin mir gerade gar nicht mehr so sicher, aber ich will auch gerade nicht auf die Map gucken, weil ich einfach so faul bin. Guckt mal hier, was wir gefunden haben. Leak. Essen wir jetzt einfach mal. Und schon haben wir 40 Energie wieder aufgebaut. Ah, schön. Okay, wir dürfen da noch nicht hin. In Ordnung. Was hatte ich gerade vor? Ganz einfach, da oben, ne, habt ihr vielleicht sowas wie ein Loch da im Berg gesehen, ne? Da ist eine Mine, das sind die Minen, das sind die Minen, wo wir runtergehen können, um Steine zu farmen oder Copper, Iron und Goldohr. Aber anscheinend dauert das doch was, bis wir da hin können. Aber ich weiß, wo wir jetzt noch hingehen könnten, das machen wir jetzt auch. Davon halten wir uns nicht ab, irgendwann sind wir da oben, keine Sorge. So, der Mochik läuft jetzt erstmal hier am Strand entlang und geht in den Supermarkt. Eventuell können wir da auch mit jemandem reden. Und das ist kein Supermarkt, das habe ich total vergessen. Das ist der Georgia-Markt. Ich weiß nicht, ob ich die überhaupt kennenlernen muss. Welcome to Georgia-Markt. How are you doing today? I don't believe we've met. I'm Morris, Georgia Customer Certifications Representative. Okay, when you decide you want to become a Georgia member, I'll be delighted to help make your transition your just experience. Okay. Und das ist einfach nur eine Verkäuferin. Und das ist Shane. Shane mag uns nicht, deswegen mögen wir auch Shane nicht und gehen einfach weiter. Ich mag überhaupt keinen Shane. Ich mag keine Shanes in meinem Freundeskreis. Bekanntenkreis, wohl eher dann gesagt. Und ich hasse auch Shane. War. Ja, hab ihn gehasst damals bei The Walking Dead. Ich glaube, man kann verstehen, warum. So, dann reden wir mal mit diesem netten Herr hier. Das ist der Clint. Hi, I'm Clint. I'm the town blacksmith. If you ever need to upgrade your tools, I'm your guy. Das stimmt, wir werden ihn öfters besuchen, denn es ist wirklich relativ praktisch. Ich meine, wir können später zum Beispiel die Gießkanne verbessern und müssten dann nicht die ganze Zeit die scheiß Gießkanne auffüllen. Hey! Da hinten ist Jess, Penny und Vincent. Punkt, Punkt, Punkt. Hi! Was sagt der Vincent denn heute so? Miss Penny says I have to read this book before I can go play. Okay, dann machen wir weiter. I'm tutoring Vincent and Jess today. They're a handful, but it's nice to make a difference in someone's life. Das stimmt, Penny. Das ist echt eine sehr intelligente Frau. Hello there, welcome to the Stardew Valley Azure Location Officer. Oh, this is impressing, but the previous creator made off with the entire collection. We don't have any artifacts for this play, but I'm hoping to remedy that soon. Hey, if you find any artifacts or minerals out there, would you let me know? Klar, das könnten wir machen und das machen wir auch. Das bedeutet, wir gehen einfach mal zum Beispiel meinen und bekommen da irgendwas, was wir halt dem Gunther geben könnten. Und das kriegt er dann. Und wir können uns das dann ansehen und die ganzen Leute der Stadt auch. Und ja, es ist ja nicht nur für uns was, sondern auch für die ganzen Kinder, damit sie nochmal was lernen, was der tolle Mochi alles so gefunden hat. Wen müssen wir jetzt noch kennenlernen? Wir müssen eigentlich nur Sebastian kennenlernen. Sebastian, wo bist du, Sebastian? Ach, nein. Das ist jetzt die Frage aller Fragen. Ich habe keine Ahnung, wo der Sebastian ist. Sebastian? Ich überlege gerade, Sebastian ist, glaube ich, der Halbbruder von Maru. Ich könnte jetzt mal oben nachgucken. Und dann auch oben mal angeln gehen. Oder, das ist mir auch gerade in den Sinn gekommen, hier gibt es Daily Quests teilweise. Sunfish will jemand haben. Haben wir nicht sogar schon einen Sunfish? Tatsächlich! Shane will einen Sunfish und er kriegt daher auch einen Sunfish. Perfekt. Und Abigail? Hallo? Oh, I am not in a good mood right now. I said I'm not in a good mood. What do you want? Ich hab vergessen, was sie mag. Mag sie Muscheln? You brought me a present? Thanks!
Ach, kein Problem. Ihr geht's ja gerade nicht so gut, deswegen... Ne? Oh! Was geht da denn ab? Die Frauen der Stadt sind gerade am Sport machen. Was macht die da? Okay. Deswegen sehen die meisten Frauen hier alle so sportlich und noch so jung aus. Das macht das ganze, der ganze Sport, den sie betreiben. Hey, hast du Lust, den Löffel anzunehmen? That's very kind of you, I like this. Kein Problem, du bist der Vater von Abigail. Ich muss mich ein bisschen einsteigen, finde ich. So, wollen wir nochmal hier hochgehen? Wir wollen ja jetzt nochmal zu... Oh, wie heißt die nochmal? Ich hab den Namen vergessen. Ah, da ist Harley. Wir könnten auch hier mal reingehen. Geht das denn schon? It's locked. Ja, okay. Dann halt nicht. Sebastian! Ich hab Fisch! Willst du Fisch? Schau ne Devil, du! Er will anscheinend gar nichts von mir. Ich merk schon. Das ist ein schwarzer Mann. Und hier ist anscheinend auch kein Sebastian. Nein. Hier unten? Sebastian? Da ist er doch! Ja! Mach die fucking Tür auf! Sebastian! Sebastian! Ich hab dich gesucht, Sebastian! Ja! Oh! You just moved in, right? Cool! Out of all the places you could live. You chose Paddington Town? Genau. Weil es hier bestimmt schön ist. Hier gibt schöne Frauen wie Abigail, deine Halbschwester. Was? Die ist nicht die Halbschwester. Maru. Give someone a gift. Okay, habe ich gerade eben schon gemacht. Sogar schon zweimal. Aber egal, hier, nimm den Daffodil. Kein Problem, behalte es. Ich glaube, er mag es nicht, aber egal. 100 Gold, hey! Delivery, ja, Shane will ja den Sunfish. Ey, wir haben alle? Wir haben heute zwei Quests gemacht. Ah, der Tag hat sich doch schon gelohnt. Das hat sich gelohnt. Das ist doch super. Jetzt habe ich gerade... LOL! Hallo? Okay, da hing gerade wohl ein paar Tasten. Er wollte ganz allein irgendwo hinrennen. Wo wolltest du hin, Mochi? Wohin wolltest du? Ich weiß nicht, kann ich jetzt einfach zu dem Shane gehen und jetzt seinen Fisch in die Ecke drücken? Oder ist er ja jetzt mit der Arbeit und will jetzt einfach nichts haben? Wenn ich das aber richtig im Kopf habe, müsste jetzt gleich sowieso frei sein für ihn. Ja. Ne? Kein Problem. Wir laufen einfach mal hin. Da ist die Pam! Shane! Ich hab deinen Fisch! Nein! Hey, you brought me the item I asked for? Thanks so much. Let's see. Here's what I owe you. Kein Problem, Shane. Ja, und arbeitet jetzt gerade hart. Deswegen können wir jetzt gerade nicht weiter mit ihm reden. Aber wir haben von ihm 90 Gold bekommen. Und Shane ist dankbar. Na, vielleicht ist er jetzt etwas netter zu uns. Weil die letzten Male ja nicht wirklich, ne? Oh, fuck, hier die Fuck. Ich glaube, ich komme zu spät. Oh nein. Wetten, ich komme jetzt nicht mehr rein. Doch. Nein, schill dein Leben. Nein, ich wollte noch was kaufen. Oh nein. Oh, okay. Aber rein darf ich noch. Aber er verkauft jetzt, glaube ich, nichts mehr, ne? Ah, was für ein Müll. Ich wollte noch mehr paar Snipes holen, ne? Naja, da können wir jetzt leider nichts machen. Was sagt denn die Penny jetzt? This town is safe, but I always walk the children home anyway. Das ist doch wirklich nett von ihr. So. Da wollen wir nun noch mal ein bisschen fischen. Was? Nur grüne Alge? Echt jetzt? Green Alge? Green Alge? Ja. Green Alge! Mann, ist das scheiße. Komm,
einen guten Fisch will ich heute haben. Einen einzigen. Komm schon. Na? Bitte? Ja, das wird schon. Das kriegst du hin, Machi. Perfekt. Bream. Habe ich schon mal einen Bream gefangen? Ich glaube nicht. Also ich meine jetzt nicht nur hier mit diesem Mochi, sondern damals schon mit meinem Spielstand. Ich glaube nicht, dass ich schon einen Bream hatte. Mach mir Algen. Ob überhaupt jemand hier in diesem Spiel gerne Algen zum Geburtstag hat? Ich glaube nicht, aber... Naja, nicht so schlimm. Ich glaube, langsam machen sich die Leute auf dem Weg nach Hause, denn es ist jetzt schon bald 8 Uhr. Ich glaube, ein Fisch hole ich noch, danach läuft der Mochi langsam auch mal nach Hause. Come on. Come on. Ja. Perfekt. Komm schon, komm schon. Ich krieg ihn perfekt hin. Und. Perfekt. Bream. Ja. Yeah. Bringt sogar relativ viel Energie. Ach, der Tag war doch heute relativ erfolgreich, würde ich sagen. Ja, es war ein bisschen, ne? Wir mussten ein bisschen sehr viel laufen, wir konnten nicht in die Mine gehen, aber wir haben Angel bekommen, haben Fische gefarmt, hatten sofort einen Sunfish, den der Shane haben wollte und ich würde sagen, im Großen und Ganzen war es wirklich ein erfolgreicher Tag. So, hier in dieser Box können wir, glaube ich, Sachen reinmachen und diese werden dann verkauft. Gar nicht mal so schlecht, dann können wir gleich sogar noch mal ein bisschen mehr Geld machen, als das, was wir sowieso schon heute verdient haben. 190 haben wir heute am Plus gemacht. Und wir legen uns jetzt schlafen. Der Tag ist vorbei, dieser Dienstag. Wir sehen uns dann demnächst wieder. Und ich würde sagen, denkt immer dran. Lavia.